Das Spiel, was wir jetzt spielen werden, das heißt Brettball. Wir spielen das wieder zwei Mannschaften gegeneinander. Wir haben hier zwei Felder, also haben wir insgesamt vier Mannschaften. Wichtig ist, ihr dürft wieder nicht dribbeln, das heißt, ihr könnt euch nur durch Passen fortbewegen. Und Punkte erzielt man so. Wenn ich gegen das Brett werfe, muss ein anderer Mitspieler aus meinem Team den Ball wieder fangen. Punkt! Dann haben wir einen Punkt gemacht. Wichtig, ich darf den Ball nicht selbst fangen. Wenn ich einen Punkt gemacht habe, ist Ballbesitz Wechsel, das andere Team hat den Ball und ich verteidige. Ich habe einen Korb, auf den ich angreife, und einen Korb, den ich verteidige. Wir zeigen einmal kurz vor, wie man einen Punkt macht. Punkt. Ball hinlegen, die andere Mannschaft hat den Ball und dann geht's wieder weiter. Kein Punkt.